Hallo zusammen, ich begrüße euch hier wieder zu einem meiner Lernfilmen. Wir sind immer noch bei den Harnspiralen. Wir haben nach Vitamin A, B, C und D mit Vitamin E angefangen. Den ersten Teil, den gibt es bereits als Film und wir sind heute beim zweiten Teil. Vielleicht noch für die Aufmerksamen von euch. Es gibt im ersten Teil einen kleinen Fehler, und zwar hier beim Händeheben habe ich angesagt vorauf oder rauf vor, wie auch immer. Natürlich ist die Bewegung nach oben und nach vorne, aber die Ansage ist nicht Vitamin E-like, sondern die Ansage müsste hier heißen vor 45. Das wäre die richtige Ansage gewesen. Dies als kleine Ergänzung für alle aufmerksamen Zuschauer und Mitmacher. Gut, immer noch Vitamin E. Es geht um die Richtung der Hände. Wir haben nach vorne, nach hinten, wir haben rauf, wir haben runter, wir haben seitlich und wir haben noch dieses vor 45, dieses auch seitlich 45, glaube ich, das sind die gängigsten zwei. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere runter 45, so das bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber grundsätzlich sind das die Ausrichtungen. Wir starten gleich mit dem Teil 2 und schauen an, wie die Bewegungen ablaufen. Parallele Füße, schulterbreit, Arme gekreuzt. Yin seitlich, nach hinten, einmal, zweimal und Yang vor 45. Yin seitlich, Yang seitlich vor 45, vor. Yin vor, Yang vor 45, Yin seitlich 45, Yang seitlich 45, Yin seitlich 45, Yang seitlich 45, Yin seitlich, Yang seitlich 45, Yin seitlich, Yang vor 45, Yin nach hinten vor, Yang vor 45. Beide Hände sind vor 45, die rechte Hand ist klar, die linke zeigt schräg nach runter, darum nach vorne und auch 45. Yin vor nach hinten, Yang vor 45, Yin nach hinten vor, Yang vor 45, Yin vor nach hinten, Yang vor 45. Ich muss mich versetzen platzmäßig, Yin nach hinten vor, Yang vor 45, Yin seitlich, Yang seitlich vor 45 vor, Yin vor 45, hier zeigt die Hand nach unten, darum, Yang vor 45, beide Hände, Yin seitlich, Yang seitlich, nach hinten und vor 45. Seitlich vor, Yin seitlich vor, Yang seitlich vor. Yin, das ist beide Hände nach hinten und Yang ist vor 45 vor. Yin
ist seitlich 45 vor, Yang ist runter vor, Yin seitlich 45, Yang seitlich vor 45, Yin seitlich vor 45, nach hinten vor 45. Hierzu, in der ersten Phase, wenn wir vom Fächer hierher drehen, ist die rechte Hand noch seitlich, die andere ist vor 45. Und jetzt, wo wir weiter drehen, zeigt sie nach hinten. Darum dieser Wechsel, hinten vor 45. Und dann kommt Yang vor 45. Und dann kommt das zweite, beide Hände vor 45. Yin, beide Hände nach hinten. Und Yang vor, nach hinten. Und vor 45. Yin, vor 45 rauf. Und Yang ist vor 45. Yin seitlich, Yang vor 45. Yin seitlich, vor, seitlich. Und dann kommt das Yang mit vor 45 beide. Yin seitlich, Yang seitlich, vor 45, vor, Yin, vor, Yang, vor 45. Yin, seitlich 45, Yang, seitlich 45. Yin, seitlich 45, Yang, seitlich 45. Yin, runter, seitlich, Yang runter vor 45. Yin runter seitlich 45. Yang seitlich 45. Beide Hände seitlich 45. Und im Yang hier vor 45. Yin seitlich einmal, seitlich zwei, Yang seitlich vor 45. Yin seitlich 1, seitlich 2, Yang seitlich vor 45. Yin seitlich 1, seitlich 2, Yang seitlich vor 45. Yin seitlich 1, seitlich 2, Yang seitlich vor 45. Yin seitlich, dann runter seitlich und Yang runter vor 45. Gut, ich stelle mich wieder etwas in die Mitte des Raumes, weil jetzt geht es weiter zu den Kicks. Hier sind wir zuletzt gewesen, dann kommt das Yin, das ist beide Hände vor 45. Die zeigt diagonal und die andere haben wir dasselbe wie bei den Affen. Also beide vor 45. Yang ist seitlich, Yang ist rechts vor und links ist seitlich. Yin beide seitlich, Yang beide vor 45. Bei allen Kicks, wo beide Hände hochgehen, wird beide Hände mit vor 45 bezeichnet. Hier sind wir gewesen beim Kick, das ist vor 45, Yin vor seitlich 45, Yang seitlich vor, Yin seitlich, Yang vor 45 mit dem Kick. Yin seitlich, Yang ist
vor 45. Yin rauf, das ist rechts und links ist seitlich. Yang vor 45 vor. Und wieder ist es zur Raummitte. Yin ist seitlich nach hinten. Und hier kommt eine kleine Ergänzung dazu. Ihr merkt jetzt, plötzlich sage ich was anderes. Wir haben auch schon Kniestreifen gehabt, wo ich gesagt habe, beide nach hinten. Und in dieser Position sage ich seitlich nach hinten. Der Unterschied besteht in der Position des Beines. Wenn ich hier stehe und ausschwinge, ist das Bein hinten, der Raum ist frei, ich kann mit beiden Armen nach hinten ausschwingen. Wenn ich in dieser Position beim Kniestreifen hier stehe, habe ich das Bein vorne und ich schwinge über das Bein aus. Was zur Folge hat, dass ich nicht gleich drehen kann, also ich ziehe die rechte Hand nicht nach hinten, sondern die rechte Hand bleibt hier, darum ist sie seitlich und die linke ist nach hinten. So viel zum Verständnis. Dann kommt das nächste Kniestreifen, das ist Yang, das ist vor 45. Yin runter seitlich und Yang ist runter vor. Yin seitlich vor 45, nach hinten vor 45. Die Situation hatten wir vorher schon. Und Yang ist vor 45, dann beide Hände vor 45. Yin ist nach hinten beide. Wir sehen, das Bein ist hinten, dann beide Hände nach hinten. Und Yang ist vor, nach hinten und vor 45. Yin ist vor 45 rauf. Und Yang ist vor 45. Yin ist seitlich und Yang ist vor 45. Yin ist seitlich und Yang ist vor 45. Yin Buddha-Hand, beide Hände rauf. Yang ist seitlich 45. Yin seitlich, Yang vor seitlich. Yin seitlich 1, seitlich 2, Yang seitlich vor. Yin vor seitlich 1, 2, Yang seitlich vor 45. Yin seitlich 1, 2, Yang seitlich 45, seitlich. Yin seitlich, Yang vor 45. Yin seitlich, Yang vor 45. Yin seitlich rauf. Yang ist vor seitlich 45 und vor 45. Yin ist vor 45 rauf und Yang ist vor 45. Yin ist nach hinten vor und Yang ist vor 45. Yin ist seitlich und Yang ist seitlich. Hier sind wir am Ende von Teil 2. Ich hoffe, ihr habt das euch merken können. Es gibt da ein paar Kleinigkeiten, wie
dieses Drehen mit seitlich und plötzlich nach hinten. Merkt euch diese Details und ich wünsche euch wiederum gutes Üben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.